Die zweite Liga rollt. Wir sind bereits am 8. Spieltag angekommen und auch wir rollen, sind bereits bei 2000 Abonnenten jetzt angekommen. Dank euch. Herzlichen Dank dafür. Und wer noch kein Abo hat liegen lassen, wir freuen uns über jeden Einzelnen. In der zweiten Liga legen wir gleich los mit Marcel. Bist du fit? Guten Morgen, Carsten. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ja, neuer Turnschuh hoffentlich. Ja, kein alter stinkender. Wir gehen rein mit einem emotionalen Spiel, nämlich Kaiserslautern gegen Darmstadt. Da geht was ab. Super Spiel, auch eine Art Spitzenspiel, kann man ja fast schon sagen. Der Tabellensechste mit Kaiserslautern empfängt den Vierten aus Darmstadt. Zudem ist natürlich für beide Trainer ja ein ganz besonderes Spiel. Thorsten Lieberknecht ist gebürtiger Pfälzer, hat einst seine Profikarriere bei Kaiserslautern begonnen, wurde sogar mal Vizemeister 1994 mit bekannten lauterer Größen wie Gerry Ehrmann, Kunz, Breme und dem heutigen Sportchef der Lauterer mit Thomas Hengen. Das heißt, da sind gewisse Verbindungen. Ja, tolle Geschichte, ich erinnere mich. Genau, sind gewisse Verbindungen auf jeden Fall da, aber natürlich auch Dirk Schuster, ja, mit seiner Darmstädter Vergangenheit, er hat es geschafft, die Lilien aus der dritten Liga in die Bundesliga zu führen. Das heißt, da gibt es schon ein sehr, sehr emotionales Wiedersehen für beide Trainer, ganz, ganz klar. Und ich glaube, auch auf dem Platz wird es ziemlich rund gehen. Ja, Lautern das letzte Heimspiel 4:4 gegen Magdeburg gespielt. Darmstadt allgemein eine Mannschaft, die immer eigentlich nach vorne spielen will. Darmstadt mittlerweile schon seit 6 Spielen ungeschlagen. Ja, auch da deutet die Formkurve wieder auf jeden Fall nach oben. Und eins noch, Carsten, interessant, immer wenn Lautern und Darmstadt in einer Liga zusammenspielten, stieg eine der beiden Mannschaften auf. Ja, das heißt, wer weiß, wenn dieser Trend fortgesetzt wird, wird entweder Kaiserslautern oder Darmstadt nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Ich sage, die besseren Chancen hat Darmstadt und das nicht nur auf den Bundesliga-Aufstieg, sondern auch im Spiel gegen Kaiserslautern. Und deswegen sage ich 1,62 Draw No Bet 2. Das heißt, auch hier wieder im Fall eines Einsatzes, im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Und deswegen Auswärtssieg Darmstadt 1,62. Es bleibt emotional, auch ein emotionales Setup beim Derby Hannover gegen Braunschweig. Ja, natürlich, da gibt es natürlich die geografische Nähe her, Luftlinie 55 Kilometer zwischen den beiden Stadien. Ja, sie waren 11 Jahre gemeinsam in der ersten Liga aktiv. Sie haben schon über 70 Pflichtspiel-Duelle bestritten. Das heißt, der Derby-Charakter kommt hier wirklich nicht zu kurz. Dennoch muss man sagen, dass Hannover zuletzt die etwas besseren Karten hatte, gerade in diesem Derby. Sie haben 3 Siege in Folge gegen Braunschweig geholt. Stefan Leitl hat als Trainer ebenfalls 3 Matches in Folge gegen Braunschweig gewonnen, allesamt übrigens zu 0. Auch das vielleicht als kleiner, interessanter Hinweis. Und allgemein macht auf mich Hannover momentan den besseren Eindruck. Klar, Braunschweig hat zuletzt 2-mal zu Hause gepunktet, aber auswärts sind sie eben noch komplett ohne Punktgewinn. Auswärts haben sie alles verloren und dementsprechend gehe ich mit dem momentan besseren, stabileren Team mit Hannover und sage Heimsieg Hannover zu einer Quote von 1,70. Wir bleiben im Derby-Modus und wir bleiben auch im Norden. Kiel gegen den HSV. Auch das ist ja schon eine Begegnung, die ganz viele Geschichten bereithält. Ja, die jetzt alle aufzuzählen würde, den Rahmen sprengen. Aber klar ist, Tim Walter hat eine Kieler Vergangenheit. Die Relegationsspiele sind sicherlich noch ein Thema zwischen diesen beiden Mannschaften. Zudem hat der HSV in der zweiten Liga schon gegen 29 Vereine gespielt, ja, aber nur gegen Union Berlin und gegen Kiel nicht gewonnen. 8 Spiele, ja, also HSV zuletzt 8-mal in Folge gegen Kiel ohne Sieg geblieben. Das, also wenn man einen Angstgegner haben kann, dann ist es Kiel. Also du sagst es, du sagst es. Da gibt es wenig drüber zu diskutieren. Genau, und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Kiel gute Chancen hat, etwas mitzunehmen. Denn es trennen ja beide Mannschaften momentan nur 3 Punkte. Der HSV als Zweiter mit 15 Punkten, Kiel als Siebter mit 12 Punkten ebenfalls gut gestartet. Und Kiel hat auch 7 Punkte aus 3 Heimspielen geholt. Klar, HSV auswärts bislang richtig gut unterwegs, 9 Punkte aus 3 Spielen ohne Gegentor geblieben. Ja, aber ob sie jetzt diese Auswärtsstärke auch in Kiel so rüber retten können, wage ich mal zu bezweifeln. Und ich hau hier eine kleine Überraschung raus. Ich sage 2,40, Draw, No Bet, 1, also Heimsieg Kiel. Wir bleiben am Freitagabend und kommen zu Nürnberg gegen Bielefeld. Ja, muss ich durchatmen, Carsten, merkst du selbst. Rekordaufsteiger unter sich, sind beide Mannschaften schon 8-mal in die Bundesliga aufgestiegen. Aber aktuell haben sie mit dem Aufstieg mal so rein gar nichts zu tun. Ja, Nürnberg auf dem 14. Platz, Bielefeld auf dem 15. Platz, beide Mannschaften wirklich schlecht gestartet.
Dennoch leichte Formvorteile bei den Bielefeldern. Ja, unter dem neuen Trainer Scherning haben sie zumindest dreimal in Folge gepunktet. Klar, es sprang wiederum nur ein Sieg raus, zwei Unentschieden. Dennoch geht die Tendenz auf jeden Fall in die richtige Richtung. Bei Nürnberg hingegen, nach der Niederlage gegen Braunschweig, ist auch da die Stimmung ein bisschen gekippt. Ja, also ich glaube, dass Robert Klaus, der Trainer von Nürnberg, auch unter Druck steht. Er hat seinen Co-Trainer mit Tobias Schweinsteiger verloren. Haben jetzt unter der Woche einen neuen Co-Trainer vorgestellt. Auch das wird vielleicht ein bisschen erstmal Einlaufzeit brauchen. Und zudem muss man wissen, Bielefeld hat aus den letzten 4 Pflichtspielduellen gegen Nürnberg 10 Punkte geholt. Und deswegen sage ich, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Nürnberg eben nur 1 der letzten 5 Spiele gewinnen konnte, 2-mal hintereinander verloren hat, auch 2-mal hintereinander zu Hause verloren hat, sage ich, doppelte Chance x2. Also Bielefeld holt mindestens einen Punkt in Kombination mit dem über 1,5. Und dafür gibt es eine Quote von 1,90. Der Tabellenführer Paderborn empfängt Regensburg am Samstag. Kurz und knapp, Marcel. Das Duell der beiden bisher einzigen Spitzenreiter in dieser Zweitligasaison. Ja, die ersten 3 Spieltage war es Regensburg, danach hat Paderborn übernommen. Ich sage, auch letzte Woche hatten wir uns eigentlich vorgestellt, dass Paderborn etwas souveräneren Sieg landet. Letztendlich war es ein 1-0, gibt aber auch 3 Punkte, von daher alles gut. Aber diesmal glaube ich auch wieder, dass Paderborn zu 0 gewinnen wird. Denn was man nicht vergessen darf, Regensburg hat 5-mal in Folge kein Tor geschossen. Ja, momentan wirklich eine ganz, ganz schwache Defensive. Und haben nur einen Zähler aus den jüngsten 4 Partien geholt. Und deswegen sage ich, Sieg Paderborn in Verbindung mit unter 4,5. Denn ich halte hier so ein 2-0, 3-0, maximal vielleicht, wenn Regensburg wirklich ein Tor schießen sollte, ein 2-1, 3-1 für die realistischsten Spielausgänge. Und da gibt es dann eine Quote von 2,0. Und wir stellen euch mal unseren Prädiktor vor. Weiter geht's, ja, im weitesten Sinne auch mit einem Derby, KSC gegen Heidenheim. Habe ich mir sehr schwer getan, Carsten, mit dieser Partie, weil für mich einfach beide Mannschaften ordentlich gestartet sind, immer mal wieder so kleine Schwächephasen haben, auch innerhalb einer Partie, aber im Grunde genommen beide offensiven Ansatz verfolgen. Ja, 3 der letzten 4 Spiele von Heidenheim über 2,5, bei Karlsruhe waren es sogar 5 von 7 Spielen mit über 2,5 Toren. In 2 von 3 Heimspielen des KSC fehlen sogar 5 Tore. Und deswegen bin ich einfach mal mit den Statistiken gegangen und habe mich ein bisschen rausgehalten bei der Entscheidung, wer dieses Spiel gewinnt. Ich sage einfach, dass über 2,5 Tore fallen, also mindestens 3. Und dafür gibt es eine Quote von 1,75. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen zu diesem Spiel. Nehmen wir immer gerne auf. Dann haben wir Düsseldorf gegen Rostock. Unterschätzt mir mal die Rostocker nicht, Carsten. Ich finde, sie nee, haben tue sich ich eh nicht. Hansa Nein. unterschätze ich nie. Habe ich noch nie gemacht. Dachte ich mir, wer Duisburg-Fan ist, der unterschätzt keine Mannschaft. Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich war immer gerne an der Ostsee. Ja, schön ja. auch. Im Dezember mal kurz Nikolaus baden, wunderbar. Sehr gut. Nein, aber was ich sagen will, Rostock hat sich nochmal gut verstärkt. Ja, sie haben kurz vor der Transfer-Deadline 3 Bundesligaspieler geholt, also von Bundesligisten Spieler, ob es jetzt wirklich Bundesligaspieler sind, lasse ich mal dahingestellt. Aber in der zweiten Liga hat Rostock eben gegen Düsseldorf zuletzt nicht viel geleistet. Düsseldorf hat 13 von möglichen 15 Punkten aus den letzten 5 Heimspielen gegen Rostock geholt. Düsseldorf hat in der Tabelle mehr Punkte, Düsseldorf hat die größeren Ambitionen, um nach oben zu kommen, alles ganz klar. Dennoch traue ich Rostock eine, ja, insofern kleine Überraschung zu, dass sie auf jeden Fall diesmal zum Torerfolg kommen könnten. Und deswegen lautet mein Tipp 1,75 beide Treffen, denn Fakt ist, nach dem letzten Spieltag, an dem beide Mannschaften verloren haben, ja, Düsseldorf mit 1-2 gegen Heidenheim, Rostock zu Hause 0-1 gegen Hannover, müssen beide Mannschaften ein Stück weit Wiedergutmachung betreiben, etwas offensiveren Ansatz vielleicht verfolgen. Und deswegen sage ich 1,75, beide Mannschaften treffen. Am Sonntag Sandhausen gegen St. Pauli. Auch das eine schwierige Ausgangskonstellation, muss ich sagen. Einerseits muss man wissen, Sandhausen hat in der zweiten Liga gegen kein anderes Team so oft getroffen wie gegen St. Pauli. Klar ist aber auch, St. Pauli ist natürlich insofern extrem heimstark, dass sie einfach deutlich weniger Punkte zu Hause liegen lassen als in der Fremde.
St. Pauli die letzten 4 Heimspiele gegen Sandhausen allesamt gewonnen. Das heißt, die Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung St. Pauli. Und das, obwohl sie eben auch nur 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt haben. Ja, das heißt, dieses ganz überragende Momentum haben sie nicht auf ihrer Seite, aber Sandhausen eben auch nicht. Denn ein Punkt aus den letzten 4 Spielen, die letzten 3 Auswärtsspiele allesamt verloren, da deutet jetzt nicht sonderlich viel darauf hin. Dennoch ist Sandhausen natürlich immer eine Mannschaft, die zumindest über gewisse Zeiträume im Spiel dem Gegner Paroli bieten kann, ja, und dem Gegner das Leben schwer machen kann. Dafür spricht mitunter die Tatsache, dass Sandhausen in der gesamten Saison zur Halbzeit noch nie hinten lag. Und da habe ich mich ein Stück weit dran orientiert. Ich sage nämlich, zwischen St. Pauli und Sandhausen fällt maximal ein Tor in der ersten Halbzeit unter 1,5 nach 45 Minuten, Quote 1,50. Und das letzte Spiel, auch am Sonntag, Magdeburg führt, kurz und schmerzlos. Führt weiter sieglos, Magdeburg zu Hause, noch ohne Punkt. Der 17. trifft auf den 16., 18 Gegentore gegen 14 Gegentore, das sind die blanken Statistiken. Ich sage dennoch, aus dem Bauchgefühl heraus, etwas höhere Qualität auch bei Fürth. Und deswegen gehe ich auf das Draw No Bet 2. Ich sage 1,70 auf dem Zweiwegmarkt, dass Fürth dieses Spiel gewinnt. Okay. Und hier die Übersicht der Tipps von Marcello zum 8. Spieltag der 2. Bundesliga. Wir bleiben im Rhythmus. Champions League geht ja auch weiter nächste Woche. Wir sind immer für euch da und natürlich auch die Daily Punts von Marcel. Ich wünsche euch ein schönes und entspanntes Wochenende. Bis dann.